Ich suche nach Norio. Wo ist er? Er brachte die Asche seines Bruders auf einen Friedhof. In den Hügeln im Süden. Ich suche dort nach ihm. Vielen Dank. Rettet mich! Bald seid ihr frei. Sie wollten mich an ihre Tiere verfüttern. Jetzt ist alles gut. Es ist vorbei. Ich wollte nur ein warmes Plätzchen finden. Aber sie hatten das Gehöft an der Westküste der Sago-Präfektur eingenommen. Wenn ich mit ihnen fertig bin, könnt ihr zurück. Enjos Urne. Er war lieber im Freien als in der Pagode des Zedern-Tempels. Der Mongole, den ihr sucht. Hachu, habt ihr ihn schon? Er ist nicht weit weg von hier. Norio, der Zedern-Tempel braucht jetzt eure Führung. Das geht vor. Rache ist nicht die erste Pflicht eines Mönchs. Bevor ich ein Mönch wurde, war ich ein Bruder. Tut das nicht allein. Lasst mich helfen. Wenn ihr es wünscht. Wo finden wir ihn? Fort Shoney. Seid ihr sicher, dass er verantwortlich ist? Finde ich ihn, wird er um einen schnellen Tod winseln. Und niemand wird ihn hören. Wäre es umgekehrt,
würde Enjo meiner Meinung nach keine Rache suchen. Wäre es umgekehrt, wäre ich tot und der Wächter am Leben. Tsushima wäre besser dran. Geht zurück zum Zedern-Tempel. Lasst mich das übernehmen. Ich lasse mir das nicht ausreden. Ihr sollt nicht werden wie... Wie wer? Ihr? Wie all die anderen, die dieser Krieg geprägt hat. Dafür ist es viel zu spät, mein Herr. Von da unten aus kann man das Vorgut sehen. Bei der Suche nach Hardshoe habe ich angewandt, was ihr mich lehrtet. Wie sieht er aus? Wie jeder andere mordende, ehrenlose Mongolenhund. Ihr habt womöglich nur eine Chance. Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. Schlag zu, ohne zu zögern, sobald ihr Sicht auf ihn habt. Hunde, macht, dass ihr da wegkommt! Norio! Bitte, wir waren bloß hungrig. Verschont uns! Wir verschwinden! Norio, sie waren keine Gefahr. Mag sein. Jetzt definitiv nicht mehr. Sie hätten es besser wissen sollen. Rückt vor und erreicht das Nirvana. Rückzug führt in die Hölle. Von wem ist das? Ein Gebet, das Enjo in die Naginata gravierte. Nach seiner Rettung des Kushi-Tempels vor Banditen. Als er zum Wächter wurde. Er litt mehr, als wir beide ahnen können. Doch er hielt durch, um euch zu sehen. Wisst ihr, was seine letzten Worte an mich waren? Ich lag falsch. Womit denn? Werde ich nie erfahren. Hardshoes letzte Worte werden Schreie des Schmerzes. Wir sollten uns ausruhen, Norio. Für morgen. Ihr habt recht, mein Herr. Ich sammle meine Kräfte für Hardshoe. Norio, wo ist er? Verflucht, Norio. Mein Herr, Hilfe, bitte! Er ist verrückt! Was ist passiert? Norio, als ich ihn zuerst sah, dachte ich, meine Gebete wurden erhört. Doch... Geh zum Zedern-Tempel, ich mach das schon. Finde Zuflucht bei Amida Buddha. Wer war das? Norio. Er ist verrückt geworden. Ah! Ah, Susanna! Du hast nicht den Mut, es zu tun. Brennt! Brennt für eure Untaten! Schlechter! Ihr sagtet eins, ihr würdet nie euer Naginata im Hass schwingen. Ich tat, was der Geist tun würde. Und jetzt ist Hardshoe tot. Ich gehe nicht wieder zum Zedern-Tempel. Nicht nach all dem hier. Wohin geht ihr? Das ist egal. Er lebte noch, als ich das Holz ansteckte. Als er schrie, erfüllte es mich mit Freude. Und ich würde es wieder tun. Ich bin nicht länger Mönch. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir alle bereuen etwas und haben Versprechen gebrochen. Aber diese Insel braucht euch. Den letzten Mönch des Zedern-Tempels. Ich kann nicht sein, wer ich einst war. Vor all dem hier. Das müsst ihr auch nicht mehr werden. Ihr sollt einfach nur nicht aufgeben. Blickt nach vorne. Danke.
Jin. Wir sehen uns beim Zedern-Tempel. Fürst Sakai, ich glaube, ich sah Fürstin Masako zum Strand von Komoda reiten. Ihr Gemahl starb dort. Und ihre Söhne. Die Mongolen sollen immer noch am Strand sein. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Mich besorgt eher, was sie ihnen antut. Aber ihr habt recht. Ich sollte sie nicht alleine lassen. Jin. Yuna. Du bist weit weg von Yogaku. Ich konnte nicht fernbleiben. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Utsuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt, wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie. Und werden den Kriegsherrn töten. Das Gasthaus ist hier lang. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor sie zurückkommen.
Samurai? Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen! Hilfe! Verräter! Es gibt Ärger! Ich bereit. Ichi, wo bist du? Yuna. Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet. Um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. Findet seine wertvollsten Verbündeten, die japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Yuna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist, aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Danke, Jin. Da bist du ja. Sieht wie eine Festung aus. Die Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Sie führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor.
ziehen. Ich kann das nicht. Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Jin. Für Tucker. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nach dem Altern sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf, ohne dass man mich sieht. Altern soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Jin, wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Dass Altan seinen Anteil will. Aber warum sollte er etwas bekommen? Wir füttern die Truppen. Das heißt, euer Kopf für eure Grausamkeit. Noch zwei Brüder. Ein Bruder übrig. Tut mir nichts, bitte. Ich sag es niemandem. Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Hey.
Kerr. Den Negyumbel. Bid uns noch, Terry. Ich nehme euren Kopf. Der Rest ist für die Insekten. Das war der letzte. Jetzt wieder ungesehen zurück zu Yuna. Hast du es geschafft? Wir nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz Ozuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Flegen. Locken wir die Mongolen raus und schicken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Ich werde sie rauslocken. Sieh sie dir an. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht. Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann, dem schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den schwarzen Wolf an der Küste, bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf.